im Hintergrund? Du bist der erste weibliche Gast, der bei mir in der Wohnung ein Bier trinkt. Echt? Also ich muss sagen, von meiner Seite aus ist so Sympathielevel nochmal 10 Punkte höher gegangen. Gönnst du dir wirklich, ist 14 Uhr? Ja, ich hatte gerade voll Lust drauf. An alle Männer, schreibt mal in die Kommentare, mögt ihr das, wenn Frauen Bier trinken? Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich besaufe, ne? Ein Bier. Ja. Nicht um 12, aber 13 ist schon okay. Ultra sympathisch. Jessie, dein Name, ne? Jessie. Ja, Jessie. Ja. Wollen wir anfangen? Oder willst du das Bier noch exen? Nö. Ex. No better beautiful. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1. Für alle Männer da draußen, wenn es um das Thema Heinekenbier geht. Voll wie Eimer. Da kenne ich mich auch. Mittags schon ein Sitzen. Da fangen wir doch mal an, mit dem Eggers ein Video zu nehmen. Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video. Aber bevor es losgeht, ganz wichtige Information. Der Eggers hat keine Kosten und Mühen gescheut. Halbes Erspartes. Ganzes Erspartes. So, das ganze Ersparte ist weg, denn ich fange ab nächster Woche offiziell mit Twitch an. Da gibt es Livestreams. Vielleicht bist du auch mal dabei. Auf jeden Fall. Machen wir mal so einen Livestream. Der Link ist unten in der Infobox. Folgt mir auf jeden Fall auf Twitch. Da werden wir Fashion Talk machen, Parfüm Talks mit Frauen. Das ein oder andere schlüpfrige Gespräch vielleicht führen. Hm? Da seid ihr gespannt, ne? Da bin ich auch sehr gespannt, ja, muss ich ehrlich sowieso sagen. Checkt es ab, Leute, ist verlinkt unten in der Infobox. Ich habe gar nicht gewusst, wie viel Equipment man dafür braucht. 2 neue Bildschirme, komplett neue Rechner und. Also wird auf jeden Fall, glaube ich, ganz geil werden. Habe ich richtig Bock drauf, also folgt mir gerne auf Twitch. Und ansonsten geht es heute um die Top 5 Komplimente-Düfte. Falsches Deutsch. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich kann nicht mehr. Was? Du bist so ein Lackaffe. Worum geht's heute? Sag du das nochmal den Leuten. Ich weiß es ja selber nicht. Heute geht es um die Top 5 Düfte, für die ich die meisten Komplimente bekommen habe. Das heißt, für die Männer da draußen, diese Parfümempfehlung kann ich euch geben, wenn ihr bei der Damenwelt gut ankommen wollt. Und deshalb bist du auch da, weil ich kann ja viel rumlabern, aber du bist ja augenscheinlich eine wirklich sehr hübsche Frau, die dann sicherlich auch beurteilen kann, ob der Duft wirklich gut ist oder nicht. Es geht wirklich nur darum, dass du sagst, der Duft macht mich heiß, der Duft macht einen Mann attraktiv und da geht vielleicht auch mehr. Irgendwann dann mal. Okay. Nach dem 4., 5. Date. Sie macht auf teuer und vergeben, aber Blasen ist okay, denn sie macht ja nicht bei jedem. Fangen wir an? Ja. Jessie, Erzieherin? Nein, das darfst du nicht, darf nicht sagen. Nein, so klein, da findet man mich direkt. Achso, okay. Jessie ist 23 Jahre alt, kommt aus Kassel, ist Erzieherin. Das heißt, du betreust die ganzen kleinen Babys immer. Haben die Leute beim letzten Mal, also du bist wirklich gut angekommen bei den Leuten. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht warum. Sympathie war auf deiner Seite. Ich habe mich richtig gefreut. Ja, ich hatte so Angst, dass ich nicht gut ankomme. Sie hat sich wirklich alle Kommentare durchgelesen. Ich glaube, es waren. Ich habe aber auch viele geliked. Wie viel Kommentare waren es denn? 200 noch was. Du hast sie alle gelesen. Ne? Und immer hat sie mir eine Nachricht geschrieben, oh, die waren voll lieb und da kam voll nett und ich verstehe das gar nicht. Ja. Ich kann es gut verstehen, warum die Leute dich mögen. Deshalb bist du auch heute hier und wir werden wieder Gebrauch machen von deiner Schönheit und von deiner schönen Schnubbernase. Der Eggers wieder am Schleim. Der Eggers wieder. Aber normalerweise riecht man bei mir immer an Klopapier. Aber ich habe mir tatsächlich Klopapier mit Geruch geholt. Warst du schon kacken hier? Ja. Warst du wirklich? Nee. Also, aber hast du das Klopapier gerochen? Ja. Da ist so Geruch drauf. Ich war schon pullern auf jeden Fall. Da habe ich es gerochen. Ja, nein, Spaß. Das kann man nicht reinschneiden. Ne? Kann man das reinschneiden? Nein. Wäre das zu doll? Das ist viel zu doll. Ja? Okay. Ja. Schade. Ich wünschte mir irgendwann einfach mal komplett ehrliche Videos machen zu können. Das ist ohne cool. Irgendwie so Schnitt. Toilettenpapier mit Geruch, dementsprechend schnüffeln wir heute an Taschentüchern. Ist doch so unwichtig, woran wir riechen, oder? Ja. Wollen wir mal anfangen jetzt endlich? Hauptsache, ja. Wir fangen an jetzt mit Duft Nummer 1. Und das ist ein Duft, der erinnert mich wirklich an meine früheste Jugend. Gucci by Gucci, Pure Homme, haben sehr, sehr wenige Leute auf dem Schirm. Aber das war so das erste Mal, dass ich richtig wahrgenommen wurde mit einem Duft. Also bei diesem Duft habe ich zu der damaligen Zeit, da war ich, weiß nicht, 17, 18 ungefähr, ich habe so viele Kommentare bekommen. Der hat leider nicht die beste Haltbarkeit. Aber was Kommentare angeht, da muss ich ehrlich sein, hat er richtig, richtig reingehauen bei den Damen. Und ja, nicht jeder trägt den und wenige haben den auf den Schirm. Deshalb Gucci by Gucci Pure Homme. Damit starten wir jetzt mal. Ich bin wirklich sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Boah, ich trage den so selten. Ich weiß nicht warum. Ich bin gespannt. Du hast keinen Bock, angequatscht zu werden von den Frauen. Ja, der ist schon angenehm. Ja? Ey, das ist krass, oder? Also für alle Männer, schreibt gerne mal in die Kommentare, habt ihr den auf dem Schirm? Weil der wird in so wenigen Parfümvideos irgendwie vorgestellt und ich finde den richtig geil. Der riecht extrem männlich. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich finde, dieser Duft ist sehr, sehr männlich. Das war's. Nein, okay. Ich finde ihn richtig angenehm. Wirklich richtig angenehm. Also jetzt nicht so auf... Ich wollte kurz nicht haben. So. Nein, ich möchte noch weiter schnuppern. Der ist wirklich richtig angenehm.
Ja. Also Punkte würde ich jetzt, muss ich Punkte geben? 1 bis 10 wäre geil. Ich würde dem jetzt schon fast gerne eine 10 geben, weil ich den so geil finde. Krass. Wirklich richtig geil. Ey, wirklich, mit diesem Duft habe ich so viele krasse Erinnerungen. Damals habe ich eine Tanztheaterproduktion gemacht und so viele meiner Homies haben sich den auch nachgekauft. Also auch die Männer feiern den extrem. Der hat aber nicht so eine gute Haltbarkeit. Das wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, du hast eben gesagt, der hält nicht so lange, ne? Leider nicht, ne. Ja, dann eine 8. Krass, die Haltbarkeit ist dir auch wichtig, ne? Sehr. Gucci ist ja auch nicht gerade billig, oder? Nee, es ist ein Designerduft, ist jetzt aber auch nicht unfassbar teuer. Aber ich finde immer, wenn man schon so Geld ausgibt, sollte es auch schon irgendwie halten. Okay, gut. Deswegen. Das wäre leider auch... Wow, die Liedchen geht nicht. Das wäre leider mein größtes Manko. Also ich finde, ich sehe den Duft auch eher nicht bei Jugendlichen eigentlich, sondern schon bei einem richtigen Mann. Deshalb trage ich ihn auch. Aber du hast gesagt, du trägst ihn nicht mehr. Früher, so. ich wollte früher halt ein richtiger Mann sein. Mach deshalb den mal drauf. Nein, dann rieche ich den jetzt. Ah nee, ich habe einen anderen Duft drauf. Riech mal. Wie du den findest im Vergleich? Nicht so geil. Der ist geiler. Nee, das ist Louis Vuitton Ombre Nomade. Der ist besser. Krass, okay. Also, 8 Punkte für Gucci bei Gucci Pure Homme. Geiler Duft. Ich verlinke euch selbstverständlich auch alles unten in der Infobox, also checkt es sehr, sehr gerne ab. Wir kommen zu Duft Nummer 2. Und zwar gehen wir jetzt mal in die süßere Richtung. Damit wir mal so einen kleinen Kontrast haben. Mit diesen Düften könnt ihr eigentlich, was das Thema Komplimenten von Frauen angeht, wenig falsch machen. Jean Paul Gaultier, der Männertorso, hast du wahrscheinlich auch schon mal gesehen, oder? Sehr, sehr bekannt. Ja, ich bin gespannt, was sagt sie jetzt voll das Gegenteil, weil der einfach deutlich süßer ist. Ich finde, es ist ein guter Partyduft. Ich trage ihn selten, aber es ist ein Must-Have, finde ich schon. Doch, also er riecht sehr angenehm, aber ich finde, ich mag tatsächlich lieber diesen anderen Duft. Das finde ich männlicher. Ja, okay. Der ist schon sehr süß, was ich auch angenehm finde, aber irgendwie mag ich doch den anderen lieber. Okay. Eine 5. Wow. Boah, krass, hätte ich nicht gedacht. Also, es gibt wirklich viele, die feiern den so heftig. Könnten halt wirklich so eher Jugendliche tragen. Alles klar. Du hast beim letzten Mal gesagt, Marc, zeig mir unterschiedliche Düfte, nicht immer nur dasselbe. Dementsprechend sind wir heute querbeet. Aber das ist wirklich meine Top 5. Also das sind die Düfte, womit ich die meisten Komplimente bekommen habe tatsächlich. Und da habe ich halt wirklich angefangen mit dem Gucci-Duft. Damals mit 17, 18 Jahren. Das hat geknallt. Also wirklich. Und nicht im Bett. Ich hatte mein erstes Mal tatsächlich mit 19. Echt? Ja, no joke. Jetzt kein Spaß, also richtig spät. Deshalb, als ich diesen Duft hatte, da war... Würde man bei dir gar nicht denken. Denkt man gar nicht, ne? Habe ich dann auch echt spät erst den Leuten erzählt, weil es mir selber so unangenehm war. Jetzt wird doch keine Ahnung. Und das muss einem gar nicht unangenehm sein. Ja, also als Mann, alle meine Homies hatten schon mit 12, 13, keine Ahnung. Ich wollte nicht so uncool sein, ehrlich jetzt. Also das habe ich dann echt spät gesagt, aber mit 19. Dafür läuft es jetzt, ne? Als nächstes haben wir von Christian Dior, Ambre Nuit. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Auch eine Ex-Freundin von mir hat mich auf diesen Duft aufmerksam gemacht. Es ist eigentlich immer dieselbe. Grüße gehen raus. Ich wollte gerade sagen, in jedem Video, wo ich dabei bin. Hat irgendeine Ex was gesagt? Nein, eigentlich immer die gute Gisem. Die hat wirklich eine sehr, sehr gute Schnuppernase. Und die haben echt viele gute Düfte ans Herz gelegt. Unter anderem auch diesen hier. Der wäre wirklich so weit oben bei mir im Ranking. Aber die Haltbarkeit ist leider auch nicht so gut. Aber bewertet tatsächlich nur mal so. Ja. Ich sprühe ihn mal auf. Das ist auch mehr so ein... Ja, Winterduft finde ich auch ein extremer Kuschelduft. Hier habe ich auch viele Komplimente von den Frauen bekommen. Ich mache das auch so, wenn die ein oder andere Dame mal da ist, darf sie bei mir im Schlafzimmer die Parfümsammlung begutachten. Durfte ich noch nicht. So, ich bin sehr gespannt, was du sagst. Christian Dior. Gott, wirklich? Privé-Line. Was ist jetzt schon wieder? Ja, ich kenne den Duft auch, aber irgendwie... Ist das nicht so meins? Okay, also ich merke schon, du stehst nicht so auf diese süßen Düfte, ne? Was echt eigentlich eher untypisch ist, weil ich wirklich so viele Frauen... Also vielleicht wirklich, wenn sich das ein bisschen so... vielleicht wenn das so ein bisschen mehr verfliegt. Jetzt gerade finde ich das so ein bisschen extrem. Die Kopfnote, das ist so ein bisschen... Ich weiß genau, dass ich davon Kopfschmerzen bekomme, wirklich. Okay. Das ist nicht mein Duft. Wow, ich habe gar nicht mehr viel Gutes hier am Start. Aber ich bin ehrlich, wirklich. Ich komme jetzt zu einem Klassiker, der muss einfach mit rein... Es ist langsam schon nervig, auch diesen Duft immer wieder zu erwähnen, aber es ist für mich wirklich der absolut beste Duft, den es in den letzten Jahren gegeben hat. Einfach so, wenn es um das Thema Komplimente geht. Ich kenne fast keine Frau, die bei diesem Duft sagt, der ist nicht gut und ich weiß, ich beeinflusse dich jetzt irgendwie schon so, aber ich muss das vorher nochmal erwähnen. Wenn das Ding ist eine Geheimwaffe, es ist einfach ein Schweizer Messer, es ist die Million auf dem Konto, es ist der Lambo in der Garage, die Unterwäsche im Schrank. Das ist einfach das, was es ausmacht. Ich bekomme kein Geld von Dior dafür. Auch kein Geld von Johnny Depp, der dafür Werbung macht. Jetzt bin ich gespannt. Johnny Depp. Es ist natürlich, ihr wisst es alle, jeder weiß es schon natürlich, worum es geht. Es geht um Dior Sauvage.
Sauvage. Es geht um Dior Sauvage. So, und das Ding ist einfach ein Biest. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Männer diesen Duft jetzt mittlerweile schon tragen, weil der halt so overhyped ist. Hab den lange das nicht... lässt du auch drinne. Hier, bitteschön. Dior Sauvage. Ist verlinkt, Leute. Alles verlinkt unten in der Infobox. Nicht, dass ich diesmal eine andere Bewertung nee, aber gebe. Ich zeige immer den Prada Carbon, weil der in die Richtung geht und ah, ja. ein bisschen anders ist. Ja, der gefällt mir aber auch. Was soll man sagen, ne? Guck, da strahlen die Augen schon. Muss man auch nicht sagen. Da kribbelt es doch schon wieder. Hä? Sag mal ehrlich. Wo soll es kribbeln? Weiß ich nicht, wo es bei dir kribbelt. Kannst du uns ja verraten. Nirgends. Mhm. Einfach nur. Okay. Sag mal, Jessie? Es ist wirklich sehr, sehr gut. Ranking? Ich würde ihm auch eine 10 geben. Ja. Wie ist da die Haltbarkeit? Die ist nicht schlecht. Die ist wirklich gut. Und ja, ich nehme mal das Eau de Toilette. Ich habe tatsächlich nicht das Eau de Parfüm. Fragen Leute mal, was kannst du empfehlen? Eau de Toilette reicht mir komplett aus. Das letzte Eau de Parfüm habe ich tatsächlich im Viamont Drive in Los Angeles auf dem Boden klatschen lassen. Das war so traurig. Ich habe mir die gerade neu geholt, Duty Free noch, bei der Einreise. Und auf einmal Tür auf, Parfüm auf dem Boden. Riecht heute noch danach. Also wenn ihr mal in Los Angeles seid, Viamont Drive, Hollywood Hills. Da riecht es sehr gut. Aber der ist wirklich angenehm. Geil. Mhm. 10 Punkte, Dior Sauvage. Ja. So, dann haben wir noch einen. Und ich sage es immer wieder gerne, zu diesem Duft wird öfters auch der Erotik-Duft gesagt. Es ist Victor und Rolf, Spice Bomb, auch hier nicht die Extreme-Version. Dieser Duft ist einfach Sex pur, Erotik pur, aber auch mehr für den Winter. Ist jetzt nicht so ein Sommerduft, der geht nach vorne. Boah, also das Ding ist wirklich so ein ultra krasser Duft. Hast recht, der ist wirklich krass. Also ich denke immer so, ich will eigentlich das, also nicht, dass ich das Gegenteil sagen will von dem, was du sagst, aber du sagst ja wirklich schon immer voll viel, der ist richtig krass, der ist geil und so. Ja, die sind aber, alle gut, weil das ist mein Top. Aber der ist halt wirklich, der ist wirklich gut. Mist, jetzt habe ich den anderen, ich habe jetzt schon 2 Parfüms eine 10 gegeben, ne? Nee, du hättest den, Gucci, bei Gucci hattest du eigentlich eine 10, aber wegen Haltbarkeit eine 8. Okay. Victor und Rolf Spice Bomb. Ich würde ihm auch eine 10 geben. Ja. Richtig, richtig angenehmer Geruch. Zu Recht. Das ist auch so ein Geruch. Ich sag das immer wieder, ne? Ich bin so ein Mensch, ich krieg richtig schnell Kopfschmerzen von irgendwelchen Parfüms. Und der ist geil. Fühlt sich irgendwie leicht an. Ja, also deine beiden Favorites wären auf jeden Fall Dior Sauvage und Victor und Rolf Spice. Ja, wirklich angenehm. Geil. Richtig geil. Das ist geil. Das ist es, ne? Das Leute. Ist es. Wenn ihr das tragt, dann kriegt ihr sie alle. Wirklich? Sollen sie dir auch alle schreiben auf Instagram? Achso, nein. Leute, schreibt wirklich liebe Kommentare. Die Jessie wird sich alles durchlesen. Liken und kommentieren. Auf kriegt jetzt jeder, der ein liebes Kommentar schreibt, von dir eine Antwort? Eine Antwort. Also ich gebe auf jeden Fall immer ein Herzchen, wenn was Liebes runtersteht. Sie gibt ein Herz. Also sprengt die Kommentare jetzt. Oh. Sie ist verlinkt auf Instagram. Nee, wirklich, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie hier mit an der Seite bist und danke, auch auf diesem Weg nochmal. Danke, dass ich hier sein darf. Ja? Das ist immer lustig. Ja, das freut mich doch auf jeden Fall, dass du auch hier den Spaß hast. Jo. Nach dem einen oder anderen Bier hat, glaube ich, der eine oder andere auch viel Spaß. Ein Bier habe ich getrunken. Ein Bier nicht. Ja. Ein Bier ist kein Bier. Ist auch kein Bier. Meinem Gast gehört das letzte Wort. Du darfst das Video beenden. Vielen, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Komm gut nach Hause und tschüss. Ich mach. Tschüss. Gut, danke und